Rampom, pom pom, rampom, ratadada, ratadada, ratadada. Arr, welcome back, Wenches and Scurvy Sea Dogs. Wir sind wieder unterwegs bei Risen 3, wir segeln wieder. Das letzte Mal haben wir ja einen ganz dicken Brocken platt gemacht und auch mit Horas abgerechnet, der uns leider so ein bisschen verraten hatte. Eben waren die FPS noch ein bisschen ruckelig, aber jetzt geht's wieder. Juhu! Jetzt geht's wieder nicht. Eieiei, das ist heute schlimm. Egal, ja, ich weiß nicht genau, was wir machen müssen. Ich weiß nur, wir müssen gegen Crow kämpfen. Und ist das im Moment alles? Ja, ich bin mal gespannt. Wir müssen ja auch noch mit Necrolot dann abrechnen. Das wird auch noch irgendwie gehen, ja. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier wirklich das endgültige Endgame ist. Oder ob es nochmal weitergeht. Naja, Bones, was meinst du? Okay, er meint gar nichts. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir los und messen uns mit Crows Geisterflotte. Lagebericht? Hä? Mal sehen, wo wir stehen. Alle Kristallportale sind zerstört. Ja. Ich muss Alvarez noch mehr Schiffe für unsere Flotte besorgen. Was? Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst noch den Rest erledigen, bevor ich Crow die Stirn bieten kann. Uns fehlen noch Schiffe? Dann müssen wir aber vielleicht auch nur mit dem Alvarez reden. Jetzt kommt dieser Hampelmann uns hier entgegen. Ah ja, ich muss die Maus wieder ein bisschen von der Sensibilität runterdrehen. Da rübst einer. Jetzt wollte ich euch schon vorwarnen, es kann sein, dass sich bei mir ein Schuss löst. Ich habe nämlich ziemlich viel kohlensäurehaltiges Getränk getrunken. Nur damit ihr vorgewarnt seid. Hey, warum kriege ich denn hier im Moment keine 60 FPS hin? Das kotzt mich jetzt mal ein bisschen an. So, Alvarez, ach, wir sind auf der falschen Insel. Hier gibt es keinen Alvarez. Ach, was wollte ich denn hier nochmal? Ich glaube, ich wollte hier gar nichts, oder? Ah, das ist jetzt abgeschlossen. Warum steht die Quest dann aber immer noch hier drin? Moment, das will ich jetzt wissen. Ich gehe nochmal zu Faruko und gucke, ob das jetzt als komplett abgeschlossen gilt. Weil das fände ich doch schon noch gut. Das gibt vielleicht nochmal ein bisschen Ruhm. Wobei, ein bisschen Ruhm wird für uns nicht reichen. Das müsste dann schon ein bisschen mehr sein. Bei unseren Werten kostet das ein bisschen was. Ja. Ach, die guten alten Kumpels, beziehungsweise Nicht-Kumpels. Sag hier ist ja ein ziemliches... Naja... Er ist ein Assi-Gnom. Ja, du warst nicht ganz synchron mit dem Fass. So. Ah, jetzt ist die Leistung wieder so, wie sie sein soll. Jetzt wieder nicht. Ja, ich versteh's nicht. Ich hab doch nichts an meinem Computer geändert. Und trotzdem schwankt ständig die Leistung. Ja, hier drin ist natürlich wieder alles so, wie es sein soll. Erasmus, den Spruch, den hast du schon so oft abgelassen. Das muss Faruko sein. Naja, wegen der Bergkristalle. Wegen der Bergkristalle. Aha, toll. Das sieht aus wie immer. Ich gebe ihm noch mal einen und schau, ob es was bringt. Ich habe hier einen Bergkristall. Sehr gut. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Ja, so weit, so wenig atemberaubend. Jetzt würde mich interessieren, ob unser Logbuch was Neues sagt. Komm schon, gehst auf, du Sauhund. Nee, also, das Quest ist irgendwie verbuggt. Das wird einfach nicht beendet. Ja, die Schwerter, ich hab wirklich keine Ahnung, wo die Teile noch liegen sollen. Deswegen, ich will auch jetzt nicht nochmal überall rumgeistern und die suchen. Wenn es euch wirklich wichtig wäre, rauszufinden, wo die sind, dann sagt mir Bescheid, dann werde ich das nochmal raussuchen. Aber ansonsten, tja, fahren wir jetzt mal zu Alvarez, würde ich sagen. Der war auf Antigua, genau. Die Heimat aller Piraten, die keine Heimat haben. Irgendwo hier in diesem Wasserbecken, wo wir rumschippern. Boah, das mit dieser etwas armen Leistung, das gefällt mir gerade nicht. Der packt seine 60 FPS nicht. Ich glaube, ich unterbreche noch mal kurz und gucke, ob ich das nicht doch besser hinkriege. Ja, schöner als was, als du bestimmt. Okay, ich unterbreche mal kurz. Bis gleich. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, es hat was gebracht, aber es sieht mir gerade nicht so aus. Also entschuldigt bitte, wenn das Video jetzt seine vollen 60 FPS nicht ganz hat. Wundert mich selbst gerade wieder ein bisschen, lässt sich aber wohl gerade nicht ändern. Alvarez, der hat... Na, ich laufe hier aber auch rum wie der letzte Dödel, ne? Der hat da hinten gewohnt. Was macht ihr denn hier? Ach so, ihr seid ja jetzt hier, weil ihr kämpft ja jetzt auch auf unserer Seite, ne? Wir haben ja Sebastiano bezwungen. Jetzt frage ich mich gerade, ob das nicht noch ein paar neue Quests bringen könnte. Mit Sack wollte ich mal reden. Nicht nerven, weitergehen. Ich finde es ja wunderbar, wie du immer die richtigen Worte findest. Dieses Mal versaufe ich nicht alles, versprochen.
Ich vermute stark, das könnte schon zu spät sein. So, der Herr Wirt, was gibt's Neues? Ja, hören wir uns nochmal an. Was gibt es Neues? Was genau willst du wissen? Wie machen sich die Wächter? Oh, tatsächlich neue Gespräche. Wie machen sich die Wächter? Ah, komisches Volk. Die trinken ja nicht mal vernünftig. Keine Ahnung, wofür du sie mitgeschleppt hast. Sie sind gute Kämpfer. Meinetwegen. Aber ins Glas gespuckt wird bei mir nicht. Ist das klar? Warum sollte ich ihm ins Glas spucken? Das ist doch unhygienisch. Das wird mich jetzt mal interessieren, ob es Probleme mit den Inquisitionssoldaten gibt. Aber eigentlich, das sind Waschlappen. Wir haben ihren Sebastiano erledigt. Die werden winselnd und mit eingezogener Rute zu uns angekrochen kommen, wenn sie auch nur einer schief anguckt. Also so kann ich mir das vorstellen. Gibt es Probleme mit den Inquisitionssoldaten? Nein, die sind überraschend ruhig. Sie wagen sich ja auch in die Höhle des Löwen hier auf Antigua. Da würde ich auch hübsch die Schnauze halten. Und du hast Erfahrung mit Schnauze halten, oder wie? Nee, da eigentlich gerade nicht. Okay, es hat Ruhm gegeben, ja. Dann schaue ich hier nochmal durch. Nee, Flynn, also handeln will ich nicht. Ich guck gerade nochmal, wie es mit dem Charakter aussieht, ja. Ja, mit dem Ruhm können wir leider nichts mehr reißen und mit dem Gold erst recht nicht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein kleines Quest, das man hier jetzt verpassen könnte. Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Ja, ich will aber gerade mal noch was probieren bei der Grafik. Tiefenunschärfe aus, Kantenklettung an. Da ist so ein bisschen gegruselt, ne? Das seht ihr jetzt vielleicht auch, wenn ich ganz nah rangehe mit der Kamera. Also diese Filmkörnung, das kann ich eigentlich auch nicht leiden. Und vielleicht kostet das sogar noch... Also immer auf der Stelle gehen seid ihr echt super. Ja, also vielleicht kostet diese Filmkörnung auch noch Power. Ich finde die unnötig wie nix in so ziemlich jedem Spiel. Na, Emma wird nichts Neues erzählen. Wir haben übrigens deinen Schlüpper gesehen. Des Nächten... Achso, das sagen wir ihr besser nicht. Am Ende kriegen wir dann noch einen Fluch an die Backe. Stehen hier jetzt nicht noch ein paar einzelne Soldaten irgendwo rum? Das war doch Timo die Ente. Nee, Timo der Kleine. Hauptsache, ihm geht's gut. Ja, schade. Ich will jetzt aber wirklich nochmal gucken, ob irgendwo noch ein kleines Quest auf uns lauert. Schön wär's ja für unseren Gerd mit seinem Ultimate-Build. War das nicht der Pansel da? Ja. okay, nee, an die Schmiede müssen wir nicht mehr. Ich denke, auch da oben wird's nichts Neues mehr geben. Obwohl, da lagen eben zwei Markis, okay. Jetzt hätte ich fast gesagt, zwei Gewürzgurken oder sowas. Nee, unterscheidet sich ja doch ein bisschen. Die Maki scheint ja eine Frucht zu sein. Der Krug, kann ich den auch mitnehmen? Da liegt sogar noch ein Brot. Gab's hier schon wieder einen Respawn, hä? Aber ich glaube nicht, dass selbst wenn wir das alles verkaufen, dass wir da nochmal genug rauskriegen für eine gescheite Steigerung. Schön wär's natürlich, aber naja. Wir machen's einfach mal. Der Vollständigkeit halber. Was? Was? Warum hat die das jetzt bemerkt? Jetzt muss ich das ja nochmal machen. Scheiß durchgenudelter Hausdrache, ey. Blöde Schnäpfe. Mach's wie die WC-Ente und steck deinen Kopf ins Klo. Da muss ich diesmal einfach mehr aufpassen. Nennt die mich Mistkerl, ne? Die muss grad was sagen. Fräulein Chlamydienloch mit Hefepilz. Aha. Vor allem, das war ein Apfel und ein bisschen Wasser. Man kann's echt übertreiben. Gut, sie kommt noch nicht, aber es könnte ja sein, dass sie gleich kommt. Na? Mhm. Haha, wir sind halt gerissen, ne? So eben dachte ich im Bett, dieser Riss im Bezug, das wäre irgendwie auch noch ein Gegenstand. Und da mit dem Töpfchen können wir nichts machen. Ist es ein Nachttopf? Hören, den hängen sie dann übers Feuer und schwefeln den ganzen Ort, ne? Den Besen, den können wir doch bestimmt noch mitnehmen, ne? Ja. Der reisende Besen, mit dem kämen wir jetzt hier durch. Ach. Grace. Da holst du dir eine Infektion, wenn du nur in der Nähe stehst. Der liebe Wilson tut mir schon leid mit dieser Kratzbürste. Hey, Pansel. Oh, was? Du kannst aufhören zu schleichen. Klau hier bloß nichts. LMAA. Seit wann klau ich denn? Ich borge mir nur permanent aus. Das ist mein Gewohnheitsrecht. Darauf poche ich.
Der ist bestimmt so blöd, der merkt nicht, wenn wir hinter seinem Rücken, genau, diese Pose einnehmen. War's das schon? Nichts weiter hier? Okay. Kannst aufhören zu schleichen. Ja, ja. Hier bloß nichts. Ja, dann will ich jetzt aber fast glatt nochmal durch alle Häuser durchgucken. Am Ende springt ja vielleicht doch genug raus für uns. Und wenn nicht, haben wir es halt rein aus Spaß gemacht. Oh, ich glaube, genau, der Goldsack hier und das Silber. Raus her! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Also ich glaube, wenn wir... Klaus, wir Seefahrer, wir wollen doch gar kein Land gewinnen. Wir wollen die Wellen reiten. Saftarsch, dreckiger Bangert. Sieh doch aus wie das Ekzem, das der Gräser am Hintern wächst. Na, das war ja einfach. Da steckt ein Messer rum. Ah, die Goldpfanne, die war aber interessant bemalt, muss ich schon sagen. Bah, also die haben ja Manieren wie ich. Das war kein Eigentor, ich war nur ehrlich. Ja, wunderbar. Wunderbar. Müssen wir aber wirklich auch gleich nochmal dealen gehen. Nun stellt sich die Frage, gibt's da drin auch was Neues? Oder halt nur in dem anderen Raum? Ja doch, da der Kerzenleuchter, ne? Das geht doch bestimmt noch. Ich würde ja gern das hier als Waffe verwenden und damit... Ja, damit hätten wir den Sebastiano verprügeln müssen. Das hätte zu ihm gepasst. Er ist auch so ein alter Stockfisch. Hm? Ein Pfeifsche? Für unsere grünen Kräuter, die wir so sehr mögen. Okay, viele Pflanzen sind grün. Wir verraten nicht, welche ich jetzt gemeint habe. Ja, ich speichere hier sehr viel Quick. Also schnell speichern. Weil es kann ja immer mal sein, dass zufällig einer dieser NPCs sich rumdreht. Ja, und dann war's das für uns. Dann sind wir aufgeflogen. Warum hing da ein Fernrohr? Also, das lag wohl auf den Messergriffen drauf, oder wie? Wie habe ich das zu verstehen? Ach, ist es nicht schön, unser Schiffchen? Ja, jetzt ist die Leistung auch hier draußen wieder besser. Komisch, hat er bestimmt alles in den Videospeicher geladen und hat deswegen noch gebraucht. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Deine Mutter kann... Ach, nee, ich höre auf mit den deinen Muttersprüchen. Die waren schon viel zu viel in Alien Isolation. Ich glaube, die hatten ja nichts dagegen, wenn ich mich bedient. Die haben nur einen dummen Spruch gerissen, ne? Warum schleichst du hier rum? Pass bloß auf! Ich habe aufgepasst, das war eine Flasche Grog. Oh, vielleicht kriegen wir noch eine zweite, nee. Aber hier, der Krug, oder? Was soll das? Jawohl. Warum schleichst du hier rum? Das ist nicht in Ordnung. Ich schleich hier rum, damit man eure Rülpse besser hört. Merkst du das denn nicht? Gut, dieser rat sich. Ja, dann gehe ich gerade mal zu den zwei Inquisitionshanseln. Die waren doch eben noch hier irgendwo. Hallo Ramon. Okay, Ramon hat auch nur Kram. Aber verkaufen gehe ich erst, wenn ich hier dann wirklich durch bin und sicher bin, dass ich so ziemlich alles habe. Hier ist noch ein Blümchen. Ein Goldklee. Leuchtet er dann auch golden, wenn man sich den unters Kinn hält? Aha. Och, kann man alles nicht mitnehmen? Echt nicht? Ist ja gemein. Gemeines Spiel. Buh. Ach, aber ganz so gemein zu uns war es ja auch nicht. Da hatten wir schon viel gemeinere Spiele. So. Hier noch was. Sieht nicht danach aus. Ja, aber mir kommt es so vor, als wird das Spiel auch heute ein klein wenig hakelig laufen. Aber nur immer so infarktsweise. Kann man das sagen? Das Spiel läuft infarktweise nicht ganz rund. Anfallweise erscheint der böse Lexbike. Also hier oben hat sich nichts getan. Schade. Gerade beim Lagerhaus hatte ich Hoffnungen. Tja, bleibt da noch was? Ja, der untere Raum des Lagerhauses. Ja, guck du nur mal. Das ist ein dicker Bug. Das Schiff hat voll den fetten Arsch. Ey, aber der Bug ist vorne, du Held. Hast du nichts zu tun. Hört auf, mir ins Wort zu fallen, siehst ihr Schweine. Genau, ah, sie tun's schon wieder. Geht und holt euch Schwimmflügelchen. Wenigstens. Eine Antwort bist du mir noch schuldig. Ja? Wie bist du eigentlich dem Tod entkommen? Bin ich nicht. Ein Teil von mir ist schon im Schattenreich. Aber wie ist das möglich? Ich war da. Ich habe deine Leiche gesehen. Tja. Wir folgen einer wandelnden Leiche. Wie ermutigend. Jetzt übertreibt man nicht. Ach, ich meine, dem hätte ich noch viel mehr aufs Maul gehauen eigentlich, als es unser lieber Gerd gemacht hat.
Da ist da noch was. Haha, ein Wein. Jetzt können wir reinen Wein einschenken. Uah, der tut wieder weh. Ursel P. wurde wieder seinem Kanalmotto wieder gerecht. Das da in ungefähr lautet, achtet den unbedarften Schenkelklopfer und ehret den Karlauer. Aha, Apfel? Das Buch hatten wir bestimmt schon mal, oder? Hier steht was von einem Stößel. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Ja, natürlich, wir haben so gut wie alles. Ne, ich glaube, von den Sammlergegenständen haben wir wirklich alle. Ging es da noch höher? Nein, noch höher geht's nicht. Ja, gut, ich glaube, dann sind wir hier wirklich auch durch. Oh, dann gibt's aber beim Alvarez bestimmt auch was Neues. Und ich sah da, glaube ich, gerade noch was im Augenwinkel, oder? Nee, habe ich mich getäuscht. Okay, ja, das war das Artefaktorium. Für uns eher uninteressant. Alles gut, alles gut. Arr! Arr, I want me booty and me wenches with big booty. Ja, mit der Booty kriegt man die Bardamen mit dem großen Booty. Das Problem ist, wenn die Grace heißen, dann kriegt man noch viel mehr, das man gar nicht haben will. Das ist wahr. Wenn ich nur wüsste, über was sie reden, aber eigentlich irgendwie, es interessiert mich auch gar nicht. Ja, wo sind jetzt die Inquisitionshanseln hin? Wir waren doch vorhin hier auch noch und ich glaube, in der Bude waren wir jetzt auch noch nicht neu drin. Diebeskunst 2, ich glaube, das brauchen wir nicht. Herd brauchen wir nicht. Ist da noch was? Nein, das sieht alles sehr leergeräumt aus. Ach, ein Rabe! Jetzt hätte ich mich fast erschreckt. Oh, die Säge können wir nicht mitnehmen, schade. Und ich hatte mich schon gefreut. Und hier, naja, nee, nee. Auf Antigua nichts Neues, wer bist du denn? Nicht jetzt. Okay, da ist eine Maki-Beere. Die schneiden wir später auf und dann werden wir gemakiet. Also manuell, per Hand, wir selbst machen das ja. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Technik ein. Ich hätte jetzt wirklich gern noch mal gehört, was die Inquisitionsheinis sagen, aber die sind wohl weggegangen. Okay, dann werden wir gleich noch mal mit Alvarez sprechen. Der wird bestimmt auch noch was für uns haben. Also wir werden ihm wahrscheinlich auch sagen müssen, wir kriegen dieses und jenes Schiff noch dazu. Ja, Bemerkt das überhaupt, wenn wir hier wieder reingehen? Weil da hat er ja meistens seine Wertsachen gebunkert in seinem Privatzimmer. Das sieht aber verdammt leer aus. Ist ja langweilig. Gerade hier hätte ich jetzt damit gerechnet, dass nochmal ein, zwei Sachen aufgetaucht wären. Komisch. Hier oben dann wahrscheinlich auch nichts Neues. Aber wir haben nachgesehen. So, dann sprechen wir jetzt mal mit ihm. Ich speichere vorher nochmal. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Der Gerd labert mir alles nach, ne? Das ist schlimm. Die Magier werden uns unterstützen? Die Magier werden uns unterstützen. Oh, nun, das ist in der Tat eine große Verstärkung und eine Ehre für mich. Aha, und ich dachte immer, du glaubst nicht an ihren Hokuspokus. Das habe ich so nicht gesagt. Es ist etwas anderes, wenn sie auf unserer Seite kämpfen. Mir flog schon der eine oder andere Feuerball um die Ohren. Wenn dir das Fell brennt, fragst du nicht mehr. Dann glaubst du es einfach. Gute Arbeit. Weiter so. Nimm dieses Gold. Oh. Das hilft dir hoffentlich, die Crew der Magier-Galeone zu versorgen. Ach, 500, das reißt auch nicht mehr viel. Ja, und die dreckige Lumbesäckel von der Inquisition haben wir auch dabei. Wir haben ein Schiff der Inquisition. Ha, das ist gut. Doch wer soll das Schiff führen? Haben wir denn genug Männer? Nein, das machen sie gefälligst selbst. Du hast einen Trupp Soldaten der Inquisition in unseren Hafen geführt? Also, bist du denn des Teufels? Eben war er noch happy. Die Jungs sind auf unserer Seite. Mann, Mann, was sind das bloß für Zeiten? Na schön. Hier hast du das Gold für die Versorgung der Crew. Ich hoffe für uns alle, dass ich das nicht bereuen muss. Weißt du, er ist total happy, ne? Und jetzt macht er uns so blöd von der Seite an, der Herr mit dem Dildo-Zopf. Also, ich würde an seiner Stelle mal aufpassen. So, haben wir nicht langsam mal genug Schiffe im Hafen? Ich würde schätzen, dass ja, aber das muss uns der Admiral selbst sagen. Haben wir nicht langsam mal genug Schiffe im Hafen? Die Stadt quillt ja bald über. Eine stattliche Flotte hast du da. Soll mich der Teufel holen, wenn wir damit nicht etwas ausrichten können. Setzt eure Segel und stellt euch dem Kampf gegen Crow und seine Geisterschiffe.
Du bist nun der Anführer einer mächtigen Flotte. Du wirst sie in die Schlacht führen. In einen Kampf auf Leben und Tod. Viel Glück, mein Junge. Dankeschön, jetzt bin ich bloß gespannt. Also die Schatten, klar, die konnten wir immer erledigen oder zurückschicken oder sonst wie. Aber Crow, wenn der vielleicht noch in einer geisterhaften Form ist, ob das so leicht wird? Vielleicht hat der noch ein Ass im Ärmel. Dein Kodex. Wir müssen diese Ungeheuer aus dem Schattenreich vernichten, mein Junge. Mein Junge? Sind Sie zufällig pädophil? Nein. Ja, ich musste gerade an Family Guy denken. So, ich habe gesehen, wir können Fernkampf nochmal steigern. Unser niedrigstes Talent. So, das ist doch jetzt schön. Und dann bleibt nur noch die Frage, ob wir mit dem Geld, das wir jetzt noch ergattern konnten und mit den Sachen, die wir noch verkaufen können, ob wir uns damit noch irgendeine Kampffertigkeit leisten können. Zeig mir deinen Kram. Ja, sicher. Hier. Also irgendeinen Skill-Aufstieg oder so. Das wäre nämlich schön. Ich schaue auch wirklich nochmal über alle Gegenstände drüber. Ich möchte keine Möglichkeit auslassen. Ja, ich und mein Sammelwahn, ne? Immer von jedem Gegenstand ein Teil behalten, ne? Das rohe Fleisch, ja komm, verkauf mal 49. Das bringt nicht viel, aber ist okay, ist okay. Na? Ah! Eins mehr oder eins weniger, aber... Ah, so, endlich. So, und da verkaufen wir auch gerade nochmal 30 Stück. Super. Fackeln, weil wir, glaube ich, nicht mehr viele brauchen. Machen wir auch mal 30 weg. 30. Ach Gott, wie ich das ausspreche heute, ne? Wir haben nur 4 Bloody Marys? Echt jetzt? Ich bin enttäuscht von uns. Ja, hier hätte ich noch für Tränke Zutaten, aber ich glaube, die richtig guten Zutaten haben wir halt nicht mehr für die tollen, großen, gefährlichen Tränke. So, Silberbecher kann weg. Und ich glaube auch nicht, dass wir nochmal 10 Perlen brauchen. Behalten wir 5. Machen wir noch weg. Ja, wir könnten eigentlich noch einen Smaragd verkaufen. Aber ob das den Braten fett macht, ob es dann noch für irgendwas reicht. Eine schwarze Perle. Ein Rubin. Ein Diamant. Ja, ich weiß, ich hamster halt so viel. Jadesteine. Ich weiß, die brauchen wir auch ab und zu, aber ich verkaufe mal noch 32. Ja, und von denen verkaufe ich mal... Ja, wir sind ja im Endgame. Ich verkaufe 169. Ich will einen mehr. So, danke. Ja. Und da kommen doch gleich noch diese 0815 Sachen, die wir eben noch eingesammelt haben. Ach, ich verkaufe mal noch 3 Luchsfälle. 3 Gorillafälle. Wer würde sich sowas anziehen oder benutzt man das als Unterlage? Für wenn man Durchfall hat oder so. Ja, die Schattenzepter, die haben wir irgendwie auch nie gebraucht, aber ich behalte sie mal. Nur rein aus Vorsicht. Der Gieraffe, ja. Den behalte ich auch. Mann, war das ein Scheiß mit dem. So, Schädel wollte ich auch behalten, aber Krüge, ja komm, verkaufen wir 6 Stück. Ich sagte 6 Stück, so. Dann Messer 5, Schreibfeder eine, Pfeife eine, Besen eine. Der Glückslöffel, oh. Auch eine tolle Geschichte, die man so schnell nicht vergisst, ne? Ein Schmiedehammer, ja, ich glaube, jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir 4000 Gold, das könnte doch tatsächlich noch für irgendwas reichen. Ich überlege bloß gerade, wo waren hier die Lehrer? Waren hier überhaupt Lehrer? Ich meine, eigentlich gibt es ja fast überall Lehrer. Nahkampftrainer, Dieb, Redner, Kristallmagiehändler. Dieb, Redner, Nahkampf. Also, aber haben wir dann beim Ramon nicht schon alles gelernt? Wir hatten doch, glaube ich, keine Möglichkeit, ihn noch mehr zu fragen. Genau. Was haben wir hier? Provianthändler, Schnapshändler, Redner. Feuerwaffenhändler, Voodoo-Magier. Naja, Magie benutzen wir ja nicht so wirklich. Waffenhändler, Schmiedebedarf. Ach, da müsste ich jetzt nochmal zu einer anderen Insel. Ich meine, das können wir ja jetzt machen. Wir haben ja mit Alvarez gesprochen. Bloß, auf welcher Insel gibt's gute Lehrer? Das ist die Frage. Ich muss gerade überlegen. Auf Kalador, bei den Dämonenjägern natürlich, ne? Ich glaube, da haben wir nicht alles ausgelernt. Brippi, Brippi! Ach, Polly, ich mag dich so. Kapitän, großer Held! Yep! Wunderbar, okay. Also, dann gehen wir in die Zitadelle. Das ist die Zitadelle, ne? Ja. Ach, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Zitadelle ist. Das ist ja schrecklich. So. Okay, also, hast du noch was? Wir reden später. Du hast nichts mehr? Echt nicht? Ey, scheiße. Das ist ja bescheiden.
Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du? Medikus, geht das? Ja! Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Wie du noch mehr im Kampf aushältst, kann dir keiner mehr zeigen. Du bist jetzt so gut wie ich. Und ich bin der Beste. Gut, super. Das hat sich also doch nochmal gelohnt. Jetzt haben wir bloß so gut wie gar kein Gold mehr. 21 Münzen. Damit können wir so gut wie gar nichts mehr anfangen. Okay, zur Not könnte ich noch ein bisschen Schrott verkaufen. Aber ja, zurück zum Schiff natürlich. Jetzt wäre ich fast wieder gelaufen, ne? Und ich hatte hier schon beim letzten Mal die Speicherung gemacht vor Crow, ne? So, jetzt sind wir vor Crow. Dann würde ich mal sagen, Endgame, wir kommen. Vielleicht, jetzt endlich mal, wer weiß. Ich gucke mir jetzt nochmal den Lagebericht an und dann segeln wir los. Und treten ektoplasmatische Asche. Mal sehen, wo wir stehen. Alle Kristallportale sind zerstört. Meine Flotte ist jetzt groß genug. Es wird Zeit, dass wir diesem Geisterkapitän auf die Pelle rücken. Okay, also dann. Es war schön, mit euch gesegelt zu sein, meine Mannen. Aber jetzt müssen wir vielleicht sterben. Ach, so, ach, das ist Crow, der ist eine Pussy. Ist es soweit. Auf in die Schlacht. Ziel auswählen? Steht die Geisterflotte da irgendwo? Nee, muss ich einfach jetzt irgendwo hinschippern oder wie? Woher soll ich wissen, wo jetzt Crows Flotte ist? Machen wir das einfach mal. Ich schätze doch mal, dass das automatisch getriggert wird. Also ausgelöst, für die, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ein letztes Mal segeln wir davon. Vielleicht ein letztes Mal. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Hä? Männer, Attacke! Ha! Ich komme, ihr beschissenen Schattenratten! Ach nö, jetzt stellen sie mir wieder Zeug in den Weg. Kann ich nicht... was soll ich machen? Worauf wartest du? Ich will kämpfen, aber... Aber ich darf nicht. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Muss ich das aus dem Weg hauen? Nein, das kann ich nicht. Jetzt wollte ich so fulminant in den Kampf stürzen. Komm zu mir. Ja, wie denn? Ja, wo denn? Ich will Arsch treten, aber die Wege sind verstopft. Was soll ich denn jetzt machen? Worauf wartest du? Jetzt sag mir nicht, dass das ein Bug ist oder so. Was übersehe ich? Oder muss ich teleportieren? Nee, teleportieren geht nicht. Worauf wartest du? Ja, darauf, dass ich irgendwo was machen kann. Ich will doch kämpfen, verdammte Scheiße! Lasst mich ihren Enddarm als Halskette tragen! Ja, beeil dich, was... Was übersehe ich denn hier? Hängt irgendwo ein Seil herunter, an dem ich mich entlang schwingen kann. Hier konnte ich dann doch auf einmal drüber hüpfen. Okay, kommt ihr Schattensäcke! Was? W plus W, ausweichen. Das nennt er ausweichen? Das macht der Großmama besser. Was? Einer fällt auf mich drauf und ich bin tot? Und das, obwohl ich Doppel-W gedrückt habe? Ich verstehe es nicht. Okay, gut, das machen wir doch mal ganz von vorne, als wäre das eben gar nie nicht passiert. Na, vielleicht hat Gerd ja Rücken, ne? Das ist dann ein Problem. Mal sehen, wo wir stehen. Alle Kristallport... Es wird... Quicksave war falsch. Wir tun so, als wäre das nicht geschehen. Schon wieder. Das ist nie passiert. Du hast das nie gesehen. So, also, Crows Geisterflotte, Angriff! So. Jetzt ist es soweit. Aber sowas von. Jawohl. Die werden wir zu den Haifischen schicken, damit sie ihnen was abknabbern. Was wir im Detail nicht genau näher bezeichnen und benennen wollen. Ich wusste, dass es... Harre! Auf in den Kampf, Männer! Hängt ihr heute zum Trocknen auf. Schneidet ihnen die Kiemen ab. Haben die Kiemen? Ich weiß nicht. Dann schneidet das ab, was so ähnlich aussieht. Arrrr. Nun kommen wir und sie werden gehen. So, und gleich fällt was von oben runter.
So, ausweichen. Ah, diesmal ging's. Okay. Naja, ich habe auch wie ein Depp auf die Tasten gehämmert. Lasst meine Crew in Ruhe, ihr Lederlappen. Ja. Patty braucht deine Hilfe. Was? Warum braucht Patty meine Hilfe? Kann die sich nicht selbst helfen? Zweitwaffe nutzen? Oh, ja, Gerd, das war sehr klug. Ach, und er zieht die Waffe wieder selbstständig. In das Wasser. Oh, au. Aua. Seit wann könnt ihr schießen? Ihr seid doch normalerweise doof wie Stangenknoblauch. Gibt es Stangenknoblauch? Ich meinte Stangenbohnen. Was? Und Crow, der Sack gehört mir. Der wollte wohl unseren Körper, aber den kriegt er nicht. Keine Masturbation für dich, Drecksack. Oh, ist da einen Magier? Da muss ich aufpassen. Den nehme ich mir dann als nächstes vor. Genau den da. Oder hat er nur einen komischen Helm? Na, scheinbar hat er nur einen komischen Helm. Kommt, Neuer, ich hab Zeit. Ja, der Dicke, dich hatten wir doch ganz am Anfang schon mal, du Penner. Ich wollte parieren. Oh, aua. Ja, freu dich nicht zu früh. Ja, au, au. Lass mich hüpfen. So, du kannst froh sein, dass ich aus der Übung bin. Sonst hätte ich dich schon gehäutet. Babsack, so. Und jetzt du, ich hoffe, wir können ihn recht gut erledigen. Also von der Gesundheit her ja, aber vielleicht hat das Spiel ja noch ein Ass im Ärmel. Beziehungsweise der Kapitän hat einen Ass im Ärmel. Oh, der kann parieren, der Sack. Ah! Ah! Da geht er nieder. Ah! Babsack. Leuchtender. Hat einen Vorteil, im Dunkeln findet er immer die Toilette. Es war ja einfach. Ha! Ich will noch mehr Blut an meiner Waffe. Lasst mich kämpfen, ach gemein. Und nun? Crow ist endlich besiegt. Jo. Das war ein hartes Stück Arbeit. Nein. Ja, aber es hat sich gelohnt. Auf Crows Seekarte ist die exakte Position der Totenkopfinsel eingezeichnet. Super. Dort hat das ganze Übel begonnen. Ich wette, dort werden wir auch Necrolot finden. Wir sollten uns rüsten und unserem Feind endgültig den Garaus machen. Also, ich wäre bereit. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Ich auch, Gevatter Knochenmann. Ja, aber das ist dann jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge. Ich war fast versucht, diese Folge Gerd der Lumpensammler zu nennen, weil wir noch so viel, ja, Mini-Zusatzzeug eingesammelt haben auf Taranis. Nicht auf Taranis, auf Antigua natürlich. Aber letztlich, ich denke, der Kampf gegen Crow ist doch wichtiger. Das war so ein bisschen das Highlight dieser Folge, auf das wir uns langsam hingearbeitet haben. Ich muss sagen, ich habe wirklich keinen schweren Kampf erwartet, hätte mich aber gefreut, wäre der Kampf ein bisschen länger gewesen. Dass man so richtig vielleicht auch das Blocken und Parieren und den Gegenangriff und so weiter ausspielen kann. War leider nicht der Fall, aber wer weiß, vielleicht kommt sowas noch gegen Necrolot, müssen wir sehen. Demnächst werden wir also dann die Totenkopfinsel ansteuern. Ich bin schon gespannt drauf, ich hoffe ihr auch. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, in ewiger Liebe. Euer Osselpienchen.